Selbst auf der Leiter wird noch Widerstand geleistet. Die Polizei hat heute in den frühen Morgenstunden mit der Räumung der Liebig 34 angefangen. Das besetzte Haus in Berlin-Friedrichshain gilt als Symbolobjekt der linksradikalen Szene. Bereits in der Nacht hatten hunderte Demonstranten gegen die Räumung protestiert. Zahlreiche Autos wurden in der Umgebung in Brand gesetzt. Es kam vereinzelt zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Morgens um 7 dann der Beginn der Räumung. Die Polizei ist mit Beamten aus 8 Bundesländern im Einsatz. Im Haus sollen sich an die 40 Personen befinden. Ein Räumpanzer steht direkt vor der Eingangstür, doch weder der Gerichtsvollzieher noch die Polizei gelangen in das verbarrikadierte Gebäude. Über ein Gerüst entern Beamten den Balkon im ersten Stock. Wer eine schnelle Stürmung des Objekts erwartet, liegt falsch. Es liegt grundsätzlich an den technischen Sperren. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten daran. Sie haben es ja sicherlich gesehen mit Kettensäge, Trennschleifer und Ähnlichem, um diese Hindernisse, die da eingerichtet wurden, zu überwinden. Und genau das dauert natürlich. Das nimmt Zeit in Anspruch. Gegen 8 Uhr geben dann die ersten Bewohner auf. Über eine Leiter am Balkon lassen sie sich abführen. Einige recken die Siegerfaust, lassen sich feiern. Während Polizisten im Innern des Hauses Barrikaden entfernen, werden immer weitere Hausbesetzer abgeführt. Doch der Widerstand auch außerhalb der Liebig 34 ist noch lange nicht vorbei. Insgesamt haben wir so rundherum um die Liebigstraße 34 an den unterschiedlichen Punkten etwa 1500 Menschen, die zusammengekommen sind. Manche davon lautstark emotionalisiert, manche eher gewaltbereit. Es gab auch einzelne Flaschenwürfe schon auf Einsatzkräfte und ganz vereinzelt auf Freiheitsbeschränkungen. Besonders bedenklich, an den Demonstrationen in der Umgebung sollen auch Grundschüler teilnehmen. Die Freie Schule Kreuzberg hatte in einer Mitteilung zur Solidarität von Schülern und deren Eltern aufgerufen. Die Polizei rechnet mit Randalen und Ausschreitungen bis in die kommende Woche.